Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, wir sind hier nach langer Auszeit. Eine Woche hat es jetzt keine Videos gegeben. Also, es war vor einer Woche. Ich habe ja noch einige Videos gehabt, aber jetzt eine Woche hat es keine Videos gegeben gehabt vor kurzem. Ich bin jetzt wieder am Start mit einer neuen Grafikkarte. Ich besitze jetzt die GeForce... Lass mich lügen, ich müsste jetzt darüber... Warte, ich guck mal kurz nach. Für euch, nur für euch. Da bin ich wieder. GeForce 660, GTX 660 habe ich jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich kann. Die ist auf jeden Fall so gut wie meine alte. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir nehmen jetzt seit langem mal wieder ein Spiel auf. Und ich bin jetzt Supporter. Ich habe auch einen Support... Das habe ich richtig Support genannt, okay. Ja, dann hau ich mal rein und kauf mal, was ich kaufen kann. Und wir gehen hier rüber. 20 FPS haben wir gerade. Ich... 15 sogar nur. Schau mal kurz. Ich mache natürlich noch das Spiel ein bisschen leiser. Musik habe ich ganz ausgemacht vom Spiel. Oder machen wir vielleicht ein bisschen an. So, jetzt machen wir noch Video, Vollbild. Gehen wir mal auf hoch. Ich möchte jetzt nichts. Ich will nur gucken, ob das die FPS ein bisschen haut, weil die gerade gar nicht so gut sind. Ja, gut, das ist, sieht schon ein bisschen besser aus. Mal lassen wir es auf hoch, das ist auch ganz okay. Ich gucke nur, ob es nicht laggt. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Bam. Flüssige Bewegungen. Ja, okay, sehr schön. Das heißt, jetzt können wir spielen. Karthus ist der ADC, ich bin der Supporter. Ich habe momentan recht viel Spaß am Supporten. Ist ein völlig neues Spielgefühl, muss ich sagen. Aus dem einfachen Grunde... Die ganze Welt im Gleichgewicht. Aua. Autsch, das war schon mal richtig heftig. Gut, dass ich mich heilen kann. Ja, klar, renn weiter rein. Passt schon. Obwohl du siehst, dass die Leute da stehen, renn ruhig rein. Ich müsste eigentlich mich... Achso, ich habe noch Tränke. Stimmt. So. Erstmal den Karthus heilen, der ist am wichtigsten. Und dann legen wir mal los. Ich glaube, ich muss gleich, naja, ich tue schon gleich mal den zweiten Trank, da muss ich mich nicht heilen. Hat schlecht angefangen. Ja, wir sind wieder zurück auf jeden Fall bei League of Legends heute mit der Soraka. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Spaß am Supporten gefunden, weil es meiner Meinung nach ein völlig anderes Spielgefühl ist. Man macht an sich gar nichts mehr selber. Man hilft nur, eigentlich steht man nur hinterm Team und tut die ganze Zeit heilen. Die Leute slowen, stunnen, irgendwas machen, was halt das gegnerische Team behindert. Ja, wirklich kämpfen an sich tut man nicht. So zum Beispiel, jetzt habe ich ihn geheilt. Gleich aber... Dann holt man sich halt Items, die zum Beispiel... ja, ganz schön laut, gell? Habe ich ihn jetzt geheilt? Nee, noch nicht. Dann holt man sich halt Items, die zum Beispiel... einem Geld bringen. Oder die das Mana steigen lassen. So, jetzt kann ich ihm zum Beispiel auch Mana geben. Das ist sogar kostenlos für mich, ihm Mana zu geben. Das ist sehr gut. Weil das hier ist extrem teuer. Es kostet mich am Ende 160 Mana, einmal jemanden aufladen zu müssen. Zum Anfang ist es ganz okay, da kann ich noch heilen und am Ende. Immer wieder Mana reindrücken. Und währenddessen kümmert er sich um die beiden hier halt. So, was macht das gegnerische... Das ist das einzige Problem, was ich habe beim Supporten. Wenn ich supporte, gucke ich immer nicht auf die anderen Lanes, was da passiert. Und ich muss das mal ganz kurz leiser schalten. Audio. Das ist ja krass. So, das ist schon besser. So, jetzt kann ich sogar noch ein bisschen leiser auf meinen Kopfhörer machen und dann geht's ab hier. So, Mana drauf. Habe ich mir auch mal einen Minion genommen. Hahaha.
ich bin so evil. Na los, greif ihn da an. Lieber weggehen jetzt, ne? So, okay. Ich dachte, ich krieg's noch, jetzt Scheuer weggegangen. Schade eigentlich. Der Gedanke mit dem, Feuer draufhauen hat nicht so ganz geklappt. So. Kann ich zum Beispiel meinen Typen auch mal unterstützen, den ich aber mal. Was habe ich noch gar nicht? Habe ich noch gar nicht ausgebildet, oder so. Dann halt nicht. Kann ich mich mal heilen? Geht auch. So. Gleich müsste ich auch was. Ich guck mal hier. Nicht, dass hier irgendjemand ist. Ja, als Supporter habe ich auch die Fähigkeit halt mit diesem Warp, der sich relativ schnell auflädt wieder, feindliche Warps aufzuspüren und halt kalt zu machen. Was hat sie ihn ein bisschen angehittet. Das korrigieren wir gleich wieder, das Problem. Problematisch ist meistens, dass viele ADCs, wenn sie zu gut supportet werden, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich es zu gut mache, aber wenn sie gut supportet werden, fangen manche ADCs dann an, viel zu offensiv reinzugehen ins Spiel. Worauf dann hin die Folge ist, dass ich nicht mehr richtig supporten kann, weil es einfach viel zu viel Damage ist, den ich heilen muss. Und ja. So. Schön daneben. So. Wir haben ein ganz ordentliches Level. Auch wenn ich mein Mana nicht zu sehr verballer. Ah nein, ich kann ihn nicht heilen. Oh mein Gott, nein. Tja, da konnte ich sich zwar ausrichten. Dann heile ich mich mal selbst, um mir ein bisschen noch was machen zu können. Das wird jetzt ein bisschen problematisch, weil ich habe absolut keinen Angriff. Ich überlege auch gerade, ob ich aggressiven ADC mache oder ob ich normalen ADC mache. Also, Quatsch, ADC. Normalen Supporter mache. Das ist ja die Frage. Ich glaube, ich gehe auf aggressiven ADC, Supporter, weil ein bisschen kämpfen möchte ich ja im Let's Play schon. Wird es langweilig, wenn ich nur hinten stehe. Aua. Habe ich mir gedacht. Ah. Er lässt sich aber auch jedes Mal wieder crappen. Obwohl ich eigentlich schon gedacht habe, dass er mich jetzt. Oh mein Gott. Das wird jetzt gerade gleich richtig böse enden. Denn ich habe keinen Mana mehr und werde das Mana gerade verwenden müssen. Ich kann ihm maximal Mana geben, aber mehr kann ich gerade nicht machen. Ich bräuchte 100. Weggehen ist aber auch gerade ein bisschen doof, da müssten wir die ersten ein bisschen zurückdrängen, damit ich weggehen kann. Weil momentan sieht das nicht gut aus. Lass dich nicht grappen. Nein, das kann echt nicht sein. So viel dazu. So, ich kann mich immer noch nicht heilen. Gut, dann werde ich mal den. Nein, ich habe das nicht ausgewählt gehabt. Das kann nicht die Wahrheit sein. Ich hätte jetzt so schön killen können. Gut, das war natürlich jetzt wieder der perfekte Start für alles. Ich bin einmal gestorben, mein ACD ist zweimal gestorben. Ich glaube, ich beginne mit dem Gürtel. Jetzt habe ich 1,3, das heißt, die müssen mich erstmal down kriegen als ADC. Und wenn ich mich heile, bringt mir das wie viel? 120 Leben, das heißt, das Heilen wird bei mir gar nicht so viel Sinn machen.
Das heißt, ich kann mich gut auf den Fett Popel. Nein, da stirbt der nächste und der hilft nicht. Was für ein ADC ist das denn bitte? Greif ihn doch an, der Tösch hat doch keine Chance gegen dich. Och Mensch, Junge. Das ist echt nicht die Wahrheit. Ja, willkommen im Let's Play. Ich spiele wieder mit den größten Freudenfängern zusammen hier. So, das bekommt jetzt auffallen hier alles. Ich glaube, ich darf das ja alles alleine machen dann nachher. Huch, wie hat denn die beiden jetzt gekillt? Hä? Wie hat er das gemacht? Ich frag gar nicht erst. Aber nice. Gut, ich hab nehm alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Jetzt habe ich das Vieh geheilt. Kann ja nicht sein. So, hier, der hat volles Mana, alles schön. Soll man den Down Tower aber eigentlich nicht down kriegen. Okay. Geh mal nochmal zurück. Oh. Ah. Hilfe. Aber. Oh. Das werde ich erst bei ihm heilen müssen. La 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 ba 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 bam bam bam. Muss ein bisschen wegbleiben, weil sonst kann ich uns nicht beide heilen. Das geht uns sehr schlecht nach hinten los. Ja. Aua! Immer noch 100 oder ist es mehr? Oh, 120 schon. Ich kann ihn nicht heilen! Das ist die Erde. Ich konnte ihn nicht heilen. Okay, aber ich kann mich heilen. Hast du deine... Ich glaube, das ist die Kuh. Nein! Boah, knapp. Aua! Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ja. Klasse. Einfach durchgerannt durch den Turm. Sehr nice. Gut, das hätte ich nicht gedacht, dass sie das machen, aber... waren anscheinend genug Minions da, die das erlaubt haben. Dann gehe ich mal aufs nächste Item. Ja, ich weiß, das war gerade dumm von mir. Ihr braucht euch jetzt nicht gegen Kopf schlagen, das ist mir auch ohne... Hate bewusst, dass das gerade nicht sehr intelligent war. Das mache ich öfters mal, unintelligente Dinge. Wer mich schon länger guckt, der weiß das. So, der Fiedel. Puh, ich muss schnell hierher. Boah, ich hasse das, wenn die Dinger nicht funktionieren. Fiedel, komm her, los. Nicht weggehen, nicht weggehen. Nein, du gehst nicht weg. Oh, Fiedel. Ach, der heilt sich alleine. Gut, okay. Bleib doch mal stehen! Wie soll ich die Leute heilen, wenn sie wegrennen? So. So, der ganze Spaß nochmal. Puh, ist voll knapp. So, und jetzt holen wir uns den Turm. Sehr schön. Good job, Leute, good job. Ah, so ist so, ich das gerne. Sehr nice.
Ich frage mich, was der für Fähigkeiten hat. Ich habe noch nie mit dem gespielt. Also ich bin allgemein sehr linear, was die Spielweise mit Champions angeht. Oh, das hat mich geheilt. Das wollte ich gar nicht. Er geht weg. Ich folge. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe. Ja, da ich eh sterbe, versuche ich ihn einfach mal. Er macht sich da aber nichts für draus und na gut, er kann eh nicht stunnen, aber ein bisschen angreifen währenddessen, naja, egal, komm, lass mal's. Ich reg mich heute nicht auf, nein, ich weiß, ich rege mich sehr oft auf bei dem Spiel, aber ich werde es heute nicht tun. Habe ich einen Active Effekt? Zauberschaden verringert das Lauftempo des Ziels zum 1,5 Sekunden lang. Um wie viel Prozent? Um 35%, 50 bei Zaubern, ja, und 10 wiederholten Zaubern. Oh, okay. Renn weg. Bleib da bitte nicht stehen, mein Gott. Er stirbt, ich sehe es kommen. Komm schon. Es kann echt nicht sein. Hätte eine Sekunde gewartet, wäre das jetzt nicht passiert. Tja, schade, aber ich habe den AD Carrier ausgeschalten. Das ist schon mal sehr gut. Und ich habe 4 Deaths, alter Schwede. Der killt den jetzt noch. Ja, sieht gut aus. Ja, der killt den. Oder? Hat er keinen Jump oder sowas? Oh mein Gott. Das Team. So. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf Geld, weil wir so wenig Geld bekommen als Supporter. Jetzt bekomme ich hier 2 Gold, alle 10 Sekunden Lebensregeneration und Mana-Regeneration. Das ist eigentlich ganz gut. 780 Mana haben wir, das ist ganz okay. Jetzt wurde Fiddlestix auch noch gekillt, na klasse. Jetzt ist Karthus gekillt worden. Ach du Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Wer ist gefeedet? Sevir ist gefeedet. Ja, das war's. Wo werde ich gebraucht? Ist ja nur Sevir. So. Ah, Mist, ich dachte, ich entkomme. Ich bin entkommen, Alter, ich bin entkommen.